Land rumeiert, wie in Baden-Württemberg, angeführt von Stefan Mappusterz, Baby aus schwere Fälle in der Fontanelle. Dass jetzt die CDU in Baden-Württemberg mittlerweile mit dem Slogan auftritt, aus lauter Angst, oben bleiben. Da habe ich sehr gelacht. Es ist heute so, da kommt überhaupt nicht mehr nach. Alles überschlägt sich. Die Union führt sich mittlerweile auf über Nacht, als hätte sie damals die Ostermärsche persönlich erfunden. Also, ich warte nur drauf, dass die Kanzlerin jetzt noch auftaucht mit einem Atomkraft, mein Danke, Backen. Die gleiche Frau, die bis vor 3 Wochen noch die brennstabpolitische Sprecherin der schwarz-gelben Regierung gewesen war. Ich muss ehrlich sagen, ich war in den letzten Tagen ein bisschen irritiert nach all dem. Wir müssen aussteigen und wir müssen umdenken nach Fukushima. Wir müssen, aber ich hatte auch wirklich ein Umdenken eingesetzt. Ich hatte schon Schiss, aber dann kam zum Glück unser Wirtschaftsminister. Rainer, das schnelle Brüderle, das und ein Wikileaks beim BDI ist aufgetaucht und er hat endlich das gesagt, was wir alle gewusst haben, er nimmt es nicht so ernst. Wenn nicht alles wahltaktisch, wir trinken dann auch einen schönen Riesling und danach geht es einfach weiter. Jetzt natürlich, jetzt steht er da und sagt, nein, ich bin falsch zitiert worden, weil er angeblich falsch zitiert worden ist, musste der Hauptgeschäftsführer, Herr Schnapp auf der Bärenköder, zurücktreten. Das war natürlich ein, Freunde, das war ein schwerer Schlag für die Kanzlerin, die vor 14 Tagen im Bericht aus Berlin sagt, natürlich ist nach Japan eine Zäsur eingetreten. Man kann nicht mehr einfach sagen, unsere Kernkraftwerke sind sicher. Und dann macht sie eine kurze Pause und sagt, aber sie sind sicher. Gut, es ist okay. Parteien werden Leute schon länger unter dem Decknamen Lady Gaga. Und dann kam sie nochmal aus dem Befragt wurde, ja wenn doch die Kernkraftwerke so sicher sind bei uns, warum gibt es denn keine Versicherung, die sie versichert? Und dann, natürlich sind sie sicher. Wenn ich vom Gegenteil überzeugt wäre, würde ich ja gegen meinen Amtseid verstoßen. Und ja. Mein Amtseid lautet, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Sag ich so, warum gehst du dann nicht endlich? Wir haben ja alle gewusst, wenn diese schwarz-gelbe Schönwetterkombo irgendwann mal in schlechtes Wetter gerät und sie haben heute noch mal alles versucht, aber der Regen hat auch aufgehört. Dann wird es erstmal eng. Das geht mittlerweile bei unserer Regierung. Die einen haben den Überblick verloren und die anderen haben nie einen gehabt. Aber wie sie uns durch die Finanzkrise und aus der Finanzkrise geführt haben, toll, sag ich, hä? Geld drucken lassen und damit die Banken zuscheißen, das kann jeder selbst, da gibt es mal. Ich fand das so toll. Sie haben wirklich gedacht, sie kommen mit ihrem Regierungsprogramm durch. Mutti, Gutti, paar schöne Bilder und den Rest erledigt die Bildzeitung. Dann war erstmal der Lügenbaron erledigt. Das war schön. Er musste gehen, weil er nicht richtig zitiert hat und Schnapp auf muss gehen, weil er Brüder da richtig zitiert hat. Aber es ist so, es war so schizophren, vor 4 Wochen noch, nachdem Karl Theodor seinen Zapfenstreich, das Volk war wie gelähmt. Ich habe schon gedacht, sie werden noch ein neues Lied für ihn bestellen. Junge, komm bald wieder, aber
war vorbei, weil das Internet vorher, ich bin ja auch schon verzweifelt am Internet. Ich habe mir dann guckt nach Nordafrika, gucke in die Länder, in Arabien, wo es überall brennt. Dort nutzen die Menschen Facebook, um sich von ihren Tyrannen zu befreien. Was ist bei uns? Ja. Das verteidigen obrigkeitshörige, adelsbesoffene Untertanenwürstchen auf Facebook zu verloren. Geht auch anders. Nein, es ist voll gut mit Karl Theodor. Das Ende war absehbar. Spätestens noch dem klar war, er kriegt den Orden, wieder den tierischen Herrn vom Aachener Karnevalsverein. Bei der Tradition Lothar Späth, Edmund Stoiber, Westerwelle und Jürgen Rüttgers. Da war klar, alle sechs oder erledigt. Ich habe dem AKV schon einen Brief geschrieben, ob sie als nächsten Ordensträger denn vielleicht mal eine Frau vorschlagen könnten. Es ist wirklich überlesen, seit diese schwarz-gelbe Tigerentenkoalition dran ist. Ich kam mir so oft so überflüssig vor, so leer. Ich habe gedacht, ich muss ja nichts mehr machen. Die schreiben mir ja jeden Tag mein Programm selbst. Ich bin morgens aus dem Bett, habe das Morgenmagazin angemacht, den USB-Stick geholt, in den Fernseher gesteckt, bin 2-3 Stunden spazieren gegangen, kam zurück, nahm den Stick, habe mir den Computer und habe gesagt, Druck. Nee, mussten wir jedes Mal. Wenn unsere Kanzlerin, die Calamity Jane, aus dem Saloon durch die Schwingtür kommt, ihre Raute der Macht bildet, ihre Kampfmedien, das immer bezeichnet, wenn sie vor lauter Hilflosigkeit denn weiß, wohin mit den Händen, und irgendein schlauer Körpersprachlehrer gesagt, mach so, sonst stehst du da auch nicht nach der Tat. Aber wenn sie hilflos ihr Zelt baut, oder die dämlichen vier Knöpfe, wenn es mal ein paar Sekunden verdächtig sich hinstellt und sagt, das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Dann weißt du nur, der nächste Megaflop, der ihn vorbereitet wird und die nächste Generation mit Milliarden belastet. Dann ist was schon hier aber umgehend als alternativlos verkauft wird. Also wenn wir so weit sind, dass die eigene Hilflosigkeit schon als alternativlos die merkelsche Variante von die Partei, die hat immer recht. Und niemand kann es so perfekt wie sie, egal um was es geht. Die ersten Gefallenen in Afghanistan, die kann man haben natürlich Verständnis dafür, dass viele Menschen den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan kritisch begleiten, aber alternativlos. Nach dem Beschluss der Laufzeitverlängerung, oder als sie sich im Morgengrauen, der Tageszeit, die auch hervorragend zu ihr passt, als sie sich mit ihren Kumpels vor der Atomindustrie im Dreck gewälzt hat, gesagt, bitte, diktiert uns eure Verträge. Haben natürlich auch Bedenken, dass viele Menschen den Einsatz dieser Brückentechnologie kritisch begleiten, aber alternativlos. Jetzt, wo es um den Ausstieg geht, gründet sie eine Ethikkommission. Sag ich, Mädchen, die letzte Mal vor der beschlossenen Laufzeitverlängerung machen sollen, eine Ethikkommission. Da hat man eigentlich irgendwas bei Ethik hat man irgendwas von unserem Papst gehört. Zur Kernkraft vom gütigen Benedikt, liebe euch. Nein, der Präses der evangelischen Kirche von Westfalen, der musste herhalten. Der hat sich in Geschichte gesagt, Atomkraft ist unbeherrschbar und damit unverantwortbar. Jetzt überlegen Sie schon, was können wir denen in den Weinschiff schütten. Und wer stellt die Ampel aus? Es ist wirklich, es geht dahin, die sicheren AKWs, jetzt muss um den Ausstieg. Und alle fragen sich natürlich auch, wohin danach mit dem Müll, jetzt wo die Asse dicht gemacht wird. Gut. Die dicht im Sinne von dicht, sondern dicht, weil sie halt nicht ganz dicht ist. Und jetzt ran für viele Milliarden müssen die Fässer, keiner weiß wohin, umgelagert werden. Sind noch ein paar mehr, als sie vermutet hatten. Von 1300 sind sie ausgegangen, 16.000 sind. Nein, weil das, was ihr beim Abladen gesagt hat, Quittung brauche ich nicht. Und jetzt sagt sogar die Kanzlerin, das mit dem Umladen, das ist wichtig und das ist richtig. Ja, Mädchen. Habe ich mir gedacht, warum hast du das nicht Mitte der 90er Jahre? Da wäre es noch viel billiger gewesen.
dem damaligen Bundesumweltminister der Union gesagt, der sich so vehement gegen genau diese Maßnahme gewehrt hatte, um die Wirtschaft nicht unnötig mit Kosten zu belasten. Habe ich einen gedanklichen Fehler gemacht, weil der Umweltminister der Union damals war ja kein Mann, es war ja eine Frau. Und diese Frau hieß, da müssen Sie ja alles verraten, was für unverschämt war. Ihr, der Kümmerin, wie die Bunte sich in der Gang bezeichnet, wundert mich, dass Sie nicht auch schon im blauen Overall angestampft kommen. Die Kümmerin, ihr lagen 1996 Gutachten vor, dass die Asse zur Endlagerung völlig ungeeignet ist, weil löchrig wie ein Schweizer Käse, genau wie ihr Schwesterschaft Dorleben. Und da wird sie nervös. Uje, 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 uje. Und da kam der damalige Forschungs- und Zukunftsminister der Union dazu, Jürgen Rückert. Da hat sie gejammert, Jürgen, schau mal, wenn das an die Presse geht, ui, 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 ui. Dann hat er nur gemeint, schau mal, der Tisch hat doch Schubladen. Auf Zeit zu Schlüsselport, dann kam der Dicke noch vorbei. Brav, gebacken, gebacken. Die geben ja alles, jetzt den Dicken haben sie noch mal motiviert. Gestern ganze Seite in der Bild-Zeitung. Warum? Ja, Kernwerb, nicht oder doch nicht. Okay, aber was künftige Generationen angeht, das hat ihn ja nie interessiert. Da brauchst du nur das Buch von seinem Sohn zu lesen. Dann weißt du Bescheid, wie er mit künftigen Generationen umgeht. Nein, es ist, sie geben, sie versuchen, sie machen, sie tun. Alle andere haben gesagt, nein, wir müssen bei der Endlagerung vielleicht gerade dorthin, wo zu denen, die es am meisten fordern, in den Süden. Aber da hat Markus Söder, der auf einmal die grüne Raupe in sich wachsen spürt. Das taugt vielleicht für einen Horrorschocker, dass Markus Söder gesagt hat, nein, in Bayern, das geht nicht. Das sind aber keine politischen Gründe, sondern theologische, weil bei uns die Kalkschichten zu dünn sind. Das wäre der erste CSU-Politiker, bei dem eine Kalkschicht zu dünn ist. Umgeschwenkt und dann auch gesagt, ja, jetzt sind wir doch mal dafür, diese so Wetterpälen, einen Tag für die Schöpfung, am nächsten für die Wertschöpfung. Und jetzt ist es gut, dass die Leute auf die Straße gehen, auch wenn im Vorfeld immer alles getan wird, um zu sagen, na, also so Demos und Gutbürger, das mögen wir aber nicht. Wir haben doch bei uns ein Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit. Reicht es nicht? Muss man noch so unverschämt sein, es auch noch anzumessen? Sauerei! Langjährigen Demonstranten, das sind ja eigentlich alles mit kanalisiert, als diese Demo gegen den Sozialabbau in Berlin war, wo zwei von wem auch immer gezündete Rauchbomben hochgingen. Dann kam der Innenexperte der Union, Wolfgang Bosbach, und hat gemeint, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zurückdrehen in die Terrorspirale der Gewalt der 90er Jahre, der 70er Jahre. Oh, Bosbach, also gibt es noch eine Nummer größer? Rückkehr der Rat. Wird ja schon längst aufgelöst, man hört das Grummeln an Stammtischen immer öfter. Schade eigentlich, die hätte gut zu tun im Moment. Aber was soll das? Die Wiederkehr, habe ich mir gedacht, die Wiederkehr vom deutschen Herbst, Rückkehr der Rapp, wen von den Nasen soll sie denn heute entführen? Da zahlt doch keiner mehr Lösegeld. Übungssteuerfällig, einer wie der Brüderle, der textet die so lang zu, bis sie den Kofferraum aufmachen, dann geht. Bitte geht. Nein, es muss dagegen festen, die noch besser wählen. Zu dem wollte ich ja gar nichts mehr. Der arme Frau. Batman Walking. Die so Huhn, der mir schon den Kopf abgeschlagen hat, läuft halt noch ein paar Meter weiter. Weil noch ein bisschen Diesel drin ist. Der war ja fähig. Weil er sagt, dank ihm haben wir die zwei nichtständigen Sitze im UN-Sicherheitsrat. Und was macht er als erstes? Schlägt sich in die Büsche. Da hat er so getan, als wäre das sein Werk. Wir haben den Antrag schon 2006 gestellt gehabt. Da hätte ein Herbert Behner nur gesagt, wann?
Band setzt an außenpolitischen Behelfsdödel wie ihn, müssen doch klar sein, dass wir diese Sitze nicht wegen ihn bekommen haben, sondern Franz. Er selbst der Welle sagt zu solchen Kundgebungen nur eines, wir müssen aufpassen, dass uns solche Proteste nicht in eine Geselligkeitsdemokratie führen. Das ist für mich der Sitz des Jahres, wenn ausgerechnet West der Welle, wenn der wandelnde Geschenkkorb der Industrie, wenn die Puffmutter der Wirtschaftsmutten. Vor einer Gefälligkeitsdemokratie waren, da haben sogar die Hoteliers vor Schreck ihre Minibars leer getroffen. Jetzt sind alle ratlos, vorneweg die Springerpresse, weil sie mit ihrem Drecksblattbild nur ins Klo gelangt hat. Gutenberg weg, Atomkraft weg, Wehrpflicht weg und jetzt auch noch Knut weg. Das ist ganz schlimm. Sie haben es ja noch versucht, im Herbst bei der Zeitumstellung, weil das deutsche Volk ist so undankbar, weil es einfach nicht sehen will, was diese Regierung für sie alles tut. Ich habe noch gedacht, die Titel bei der Zeitumstellung im Herbst: Schwarz-Gelb schenkt allen Deutschen eine Stunde Zeit. Jetzt, an diesem Wochenende ist es umgekehrt. Morgen müssen wir eine Stunde weniger warten, bis Baden-Württemberg gelaufen ist.